Liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Game News. Heute haben wir wieder drei spannende Themen für euch vorbereitet. Twitch bekommt Konkurrenz, Dota 2 Reborn komplett neu aufgerollt und ESL One in Frankfurt. Der Google-Konzern baut aus. Neben YouTube soll nun eine zweite Live-Video-Plattform aufgebaut werden, namens YouTube Gaming. Denn die Video- und Streaming-Plattform soll jetzt im Sommer 2015 erstmals in den USA und in Großbritannien erscheinen. Ob das Streaming-Portal wirklich zu einer ernsthaften Konkurrenz von Twitch, dem derzeitigen Marktführer, heranwachsen kann, steht natürlich noch in den Sternen. Wie der Name schon sagt, wird es auf der Plattform ausschließlich um Spiele gehen, sogar 25.000 Titel sollen auswählbar sein. Selbst für kleinere Streamer und YouTuber könnte die Plattform echt wertvoll sein. Denn ihr könnt keine Kanäle abonnieren, sondern wirklich Spiele. Das heißt, wirklich alle Videos zu bestimmten Spielen werden euch angezeigt, wenn ihr ein Spiel abonniert habt. Ja, liebe Freunde, jetzt seid ihr wieder gefragt, was haltet ihr davon, dass es eine neue Videoplattform geben wird, auf der man auch streamen kann? Schreibt uns in die Kommentare. Und jetzt zu einem Spiel, was weltweit Massen bewegt. Die Rede ist von Dota 2. Das Spiel soll nämlich mit Dota 2 Reborn komplett überarbeitet werden. Nicht nur eine neue Engine oder ein neues Interface, nein, sondern auch eine neue Art des Spiels soll Dota 2 abwechslungsreicher machen. Wo wir gerade beim Thema Dota 2 sind, dieses Wochenende findet in die ESL One in Frankfurt statt. Dota 2 an zwei Tagen 48 Stunden pure Spielepower. In der Commerzbank Arena kämpfen wieder die besten Teams, unter anderem Cloud9 und Fnatic, um den Titel, sich das beste Dota 2 Team nennen zu dürfen. Außerdem geht's für die Profispieler natürlich um ein paar hunderttausend Euro. Get money! Oh, lass mal Dota 2 anfangen. Und wenn ihr Lust habt, euch mal so ein ESL One Event reinzuziehen, in einer fetten Arena mit geilen Teams, mit allem drum und dran, schaut in unser letztes Video, unser 1000 Abo Special, da gibt es was ganz Feines zu gewinnen. Da oben könnt ihr übrigens direkt zum Video gelangen. So, liebe Freunde, das war's auch wieder von den Game News diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr abonnieren, liken oder schreibt mal einen netten Kommentar unter das Video. Wenn nicht, dann gibt's Ohrlaschen, meine Freunde. Putz. Tschüss. 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 Tschüss.